Herr Professor Schneemann, können Sie mich hören? Gut. Vielen Dank und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Ehre, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen in diesem Forum, das ja schon seit vielen Monaten besteht und einiges an Gewicht hat. Gewicht vor allem deshalb, weil hier Fragen untersucht und besprochen werden, die mit uns allen, mit unserem täglichen Leben zu tun haben. Ich bin leider etwas angeschlagen, heute Morgen mit Fieber aufgewacht. Deshalb kann es sein, dass ich ein bisschen nicht ganz so fit bin, wie ich normalerweise wäre. Ich spreche zu Ihnen aus einer mehr als 30-jährigen Erfahrung heraus, unter anderem als Leiter eines großen Museums mit der weltgrößten Sammlung an digitaler Kunst, nämlich am ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe, das wir 1989 bereits gegründet haben, also eine Institution, die mittlerweile nahezu 30 Jahre alt ist und zusätzlich noch 10 Jahre Vorlauf hatte. Insofern eine der Institutionen, die auch im Zentrum der Digitalisierung war, insoweit es die Kunst betrifft. Wer immer sich mit digitaler Kunst befasst, als Besucher, als Kurator, als Studierender oder auch als Wissenschaftler, sieht sich heute einer Vielzahl von Werken gegenüber, die sich einer Einordnung nach bekannten Gattungsbegriffen entziehen und nur im Kontext eines Systemwechsels von der analogen zur digitalen Kultur, die uns alle erfasst hat, verstanden werden kann. Der öffentliche Raum hat sich von den umschlossenen Räumen in öffentlichen Gebäuden und von den Plätzen der Stadt über die Kanäle von Radio und Fernsehen in den globalen elektronischen Datenraum ausgedehnt, in dem potenziell zumindest jede Information jederzeit an jedem Ort zu finden sein soll. Und parallel zur damit verbundenen sehr hohen Erwartungshaltung einer Gesellschaft, die immer mehr am Eventkult interessiert ist, konfrontiert die digitale Weiterentwicklung künstlerischer Produktions- und Vermittlungsweisen heute Museen und Sammlungen, Kuratoren und Konservatoren und selbstverständlich auch das Publikum mit nie geahnten Möglichkeiten und gleichzeitig auch unerwarteten kuratorischen Fragestellungen. Es ist über die vielen Möglichkeiten, die unbegrenzten Möglichkeiten und Freuden der Kunst mit digitalen Medien viel geschrieben worden, über die Erweiterung der Kreativität, über die grenzenlose Präsenz und unbegrenzte Distribution und sogar über neue Formen angeblich basisdemokratischer Partizipation eines weborientierten Publikums im globalen Datenraum. Man hat uns gesagt, dass nun neue Formen der Demokratie entstehen. Mit den Smartphones, die wir und Sie alle in der Tasche haben, ist natürlich dieses Instrument auch als bestes Überwachungsinstrument unserer Gesellschaft ausgebaut worden. Künstler werden heute als virtuose Arrangeure einer niemals endenden Work in Progress gesehen. Sein Werk als eine offene Plattform im Online-Universum, der Besucher als User und inspirierter Co-Autor, als Partizipant am Werk, der Kurator als eine Art omnipräsenter Project Manager zwischen realen und virtuellen Welten. Die bisherigen Kategorien haben insofern keine Gültigkeit mehr. So sind die bisherigen Theorien und Praxen der Kunst in ihrem Kern, und zwar grundsätzlich, von Neubewertungen erfasst, die alle tradierten Maßstäbe in Frage stellen. Diese an die Wurzeln unseres Kulturbegriffs gehende Hinterfragung ist notwendig geworden, weil sich mit dem Aufkommen digitaler Werkzeuge und Übertragungsmedien
die Produktions-, die Reproduktions- und die Distributionsbedingungen von Kunst grundlegend verändert haben. Und dies nicht erst seit Aufkommen der Netzkunst, sondern seit den 60er Jahren und bereits schon früher. Ebenso wie die Begriffe zum Verständnis und zur Kritik der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen stoßen natürlich auch für die Beschreibung der Kunst die bisher gebräuchlichen und vertrauten Begriffe auf Probleme der Präzisierung, der Abgrenzung und letztlich der Sinnhaltigkeit. Seit Jahrzehnten sind zudem die bekannten Aufgaben von Museen, nämlich sammeln, bewahren, erforschen und vermitteln, mit einer Kunst konfrontiert, deren performativer, prozessorientierter, ephemerer und gleichzeitig globaler Charakter sich einer sicheren Bewahrung und Weitergabe des kulturellen Erbes geradezu entzieht. Dies trifft natürlich nicht ausschließlich auf digitale Werke zu, sondern tritt historisch spätestens im Dada der 1920er Jahre zutage und zieht sich seitdem durch alle avantgardistischen Strömungen, die sich gegen die verharmlosende Vereinnahmung von Kunst durch die bürgerliche Gesellschaft gewandt und gewehrt haben. Zu einer von Künstlern gezielt eingesetzten Aneignung von vergänglichen Materialien, neuen Techniken und Aufführungsweisen hat sich in den letzten 30 Jahren in der Beschleunigung des technologischen Wandels begründete technische Obsoleszenz gestellt, die geradezu als Bedrohung der Kunst betrachtet werden muss, wenn wir weiter an den Kategorien der permanenten Werthaltigkeit und Langlebigkeit der Kunst festhalten wollen würden. Bereits lange, vor der auch die Kunst umfassenden Digitalisierung fast aller Lebensäußerungen, haben Künstler gezielt Materialien und Organismen, biologische und chemische Substanzen, elektronische Werkzeuge, zum Beispiel Kameras, Mikrofone, Interfaces, technische Speichermedien, zum Beispiel Schallplatten, Magnetbänder, Laserdiscs, sowie Aufführungs- und Übertragungs- und Dokumentationstechniken, zum Beispiel Performance, Funk, Video, Fernsehen, haben Künstler dieses eingesetzt, solche Medien, deren Haltbarkeit durch biologische, chemische, physikalische und technische Prozesse grundsätzlich in Frage gestellt ist. Erst seit kurzem hat man beispielsweise die hohe Gefährdung von auf analogen Audio- und Videobändern gespeicherter Kunst erkannt. Auch heute sind viele Werke in vielen Sammlungen akut vom Verfall bedroht. Je schneller also die technische Entwicklung, umso kürzer auch die Halbwertzeit der Kunstwerke. Eine weitere, diesmal ultimative Beschleunigung hat der mögliche Verfall von Kunstwerken durch die umfassende Anwendung digitaler Technologien erfahren, seien diese Werke nachträglich zur Speicherung ihrer Inhalte digitalisiert worden, zum Beispiel grafische Dokumente, Fotografie, Film, Video, oder seien sie unmittelbar durch digitale Apparatetechnik, Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte entstanden oder seien sie komplett und unmittelbar direkt aus digitaler Kodierung hervorgegangen. Bei der Bewahrung solcher Kunstwerke wie von digitalisierten Kunstgütern ganz allgemein haben fortschreitende Erweiterungen der Speicherkapazitäten und Verkürzungen der Speicherzeiten zwar zu einem preiswerteren Erhalt, aber gleichzeitig auch zum Eingehen immer höher Risiken in der Kunst, in der Konservierung der Kunst geführt. Die Speicherung von digitalen Inhalten ist einer immer kurzfristigeren Aufeinanderfolge neuer technischer Systeme und ständiger Veränderungen der Software unterworfen. Denken Sie an Ihren eigenen PC, denken Sie an Ihr Smartphone und so weiter, wie oft Sie Dinge nicht mehr aufrufen können, weil sie nicht mehr rückwärts kompatibel sind. Es ist daher festzustellen, dass nicht die digitalen Werke an sich
schneller veralten als analoge Kunstwerke, denn ihre eigentliche Substanz, ihre Idee ist im digitalen Code niedergeschrieben, der nicht altern kann, sondern die für ihre Sammlung, ihre Bewahrung und ihre jeweilige Aufführung erforderliche Hard- und Software, die Geräte und deren Betriebssysteme, die Interfaces, Sensoren und spezifischen Applikationen, die Autorensysteme, die Plugins, die Player und Browser und die notwendigen Programmierkenntnisse für ihre Adaption sowie häufig, sehr häufig, sogar auch die finanziellen Mittel für ihre Wiederbelebung und Neupräsentation stehen schon häufig nach wenigen Jahren in Sammlungen, privaten oder öffentlichen, nicht mehr zur Verfügung. Der daraus resultierende Verfall oder Verlust digitaler Kunstwerke, die ja weit über die Netzkunst hinausgehen, führt die bisher gültigen Sammlungskriterien der Langlebigkeit, der Authentizität und der Werthaltigkeit in jedem Moment ad absurdum und fordert zu einem generellen Umdenken auf. Mit ihren bisherigen Strukturen und Finanzierungen können Sammlungen und Museen dieser Beschleunigung der technischen Entwicklung keineswegs gerecht werden. Unabhängig davon also, ob wir die Substanz digitaler Kunst in der Idee und deren Festschreibung im materiellosen Code sehen oder ob wir an der geschichtlichen Materialität ihrer Erzeugungs-, Speicherungs- und Präsentationsgeräte festhalten, stellt sich heute die dringende Frage, wie Museen und Sammlungen und darüber hinaus ganz generell, wie Bibliotheken, Archive, Medienunternehmen und so weiter, wie wir, wie unsere Gesellschaft der Verantwortung gerecht werden will und kann, die sie für die Bewahrung und Weitergabe des digitalen Erbes hat. Wir restaurieren immer noch unsere Kathedralen, und zwar mit einem Stein, der nach Möglichkeit aus dem gleichen Steinbruch kommt wie im 12. Jahrhundert. Das ist gerechtfertigt. Wir haben größte Mühe, die digitalen Errungenschaften unserer eigenen Zeit, also der letzten 30 zurückliegenden Jahre, zu erhalten. Die künstlerische Praxis hat sich ebenfalls verändert. Zu allen Zeiten waren Künstlerinnen an der Entwicklung, Erprobung und Anwendung neuer Medien und Werkzeuge in vorderster Linie beteiligt. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Entwicklung der Druckkunst, die in Europa eine umfassende Medienrevolution ausgelöst hat und dadurch zum entscheidenden Katalysator der Renaissance geworden ist. Ebenso wie die Entwicklung und Anwendung der Fotografie im 19. Jahrhundert wesentlich von Künstlerinnen getragen war, sind es schließlich im 20. Jahrhundert an algorithmischen Prozessen interessierte Künstler und Künstlerinnen seit den 50er und 60er Jahren, die parallel zur Aneignung der analogen elektronischen Bildproduktion aus den ingenieurtechnisch und militärisch genutzten digitalen Computer- und Kommunikationstechnologien die vielfältigen sensorischen und kreativen digitalen Anwendungen entwickelt haben, auf denen unsere aktuelle Gesellschaft in ihrer Kommunikation beruht. Ich hätte hier ein Beispiel gehabt, was aber aus Gründen der Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemen leider nicht hier auf dem Rechner gezeigt werden kann. Vielleicht können wir es nachher noch aufgreifen. Ich bitte Sie daher sozusagen, Ihre Augen zu schließen und sich das vorzustellen. Ein sehr bekannter australischer Medienkünstler, Geoffrey Shaw, hat seit den 1960er Jahren an der Entwicklung einer Technologie, eines Konzepts gearbeitet, bei dem wir als Betrachter eines Films nicht mehr vor dem Film stehen, so wie Sie jetzt hier vor einer Leinwand sitzen, sondern bei dem der Betrachter im Film sich bewegt, beispielsweise im Rahmen einer 360-Grad-
umfassenden Leinwand oder sogar einer Halbkuppel, so wie wir das beispielsweise in den barocken Kirchen als Halbkuppel über und um uns herum hatten. Diese Technologien sind auf dem Gebiet des Filmischen, aber auch auf dem Gebiet der Akustik von Künstlern entwickelt worden, ganz entscheidend übrigens am Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe seit 1989. Während der 90er Jahre hat Jeffrey Shaw beispielsweise Installationen gezeigt, bei denen man mit einem, ich sage mal, Kamerakopf mit 25 Objektiven wie eine Halbkugel die Umwelt gefilmt hat und dieses dann über mehrere Projektoren in eine Projektionskuppel übertragen hat, und zwar in Stereo. Der Traum eines Expanded Cinema, einer erweiterten Kinoerfahrung, ist tatsächlich auch am ZKM Anfang der 2000er Jahre in einer sehr großen Ausstellung unter dem Titel Future Cinema gezeigt worden. Das war alles höchst aufwendig, technologisch höchst aufwendig. Es haben viele Programmierer an der Möglichkeit gearbeitet, 25 Bilder in ein Bild zu fügen, das dann perspektivisch auch noch korrekt ist und außerdem stereoskopisch und außerdem flüssig. Heute hat jeder von Ihnen ein derartiges Gerät in der Hosentasche. Smartphones können genau dieses, und die Smartphone-Technologie, die Entwicklung der Mobilphone-Technologie geht insofern ganz eindeutig auf die Forschungen und Experimente von Künstlern zurück. Deshalb sage ich, auch wenn wir hier in Ihrem Forum am Ende stehen mit der Kunst, die Kunst ist am Anfang und im Zentrum der Digitalisierung. Unter den aktuellen Produktions- und Distributionsbedingungen können Künstler ihre neuen digitalen Werkzeuge allerdings nicht mehr selbst herstellen, sondern müssen die aus einem bestehenden, beschränkten und auch ständig veränderten Angebot am Markt, am Softwaremarkt erwerben. Dabei ist ihnen die Entscheidung über die konkreten Funktionen, die jeweiligen Funktionen, aus der Hand genommen und durch die jeweils vorherrschende Auswahl an vorhandenen Geräten und Applikationen ersetzt, die Hard- und Softwarehersteller nur für einen jeweils begrenzten Markt zur Verfügung stellen, solange dieser Markt überhaupt funktioniert. Bereits lange vor der Ermüdung des Materials oder der Ausschöpfung der Möglichkeiten dieser digitalen Werkzeuge finden die Künstler keinen Ersatz mehr und müssen zu einer höherwertigen Konfiguration oder sozusagen verbesserten Version greifen, die allerdings wiederum rückwärts gesehen nicht mehr mit dem grundsätzlich kompatibel ist, was sie bisher geschaffen haben. Der hiermit verbundene hochkomplexe Produktionsprozess kann in der Regel nicht mehr vom Künstler alleine als Person beherrscht und kontrolliert werden. Digitale Kunst entsteht ebenso wie etwa Kinofilme, Bühnenshows, häufig in der Zusammenarbeit hochspezialisierter Teams, in denen Kameraleute, Programmierer, Techniker und so weiter jene Arbeitsgänge übernehmen, die der Künstler selbst mangels Komplexität, Kenntnis und Erfahrung nicht alleine als Person ausführen kann. Wenn er hierbei von der Herstellung seiner Werkzeuge, so auch von der konkret technischen Ausführung seines Werks befreit ist, so kann er sich zwar wie der Regisseur eines Films ganz auf die Umsetzung seiner Idee konzentrieren, die ja die eigentliche Substanz des Werks ist. Mit der Digitalisierung der Daten sind aber Produktion, Präsentation und Lesbarkeit seines Werks von Geräten und Programmen abhängig geworden, die oftmals nach kurzer Zeit gar nicht mehr zur Verfügung stehen oder im Kontext des anderen Equipments, der anderen Geräte nicht mehr
funktionieren bzw. kooperieren. Beim Künstler wie beim Betrachter, der heute gerne auch User genannt wird. Wir alle sind ja jetzt User geworden von einer Technologie, die man uns sozusagen angefüttert hat, haben die digitalen Medien die kreativen Möglichkeiten und den Horizont einerseits erweitert und diese Erweiterung gleichzeitig wieder zurückgezogen. Der Preis, den wir für die Möglichkeiten virtueller und erweiterter Realitäten zahlen, ist sehr häufig ein Verlust des unmittelbaren sensorischen Kontakts mit der Umwelt. Ich darf Ihnen dazu eine Anekdote aus meiner Familie erzählen. Meine Tochter hat zwei kleine Kinder. Ich habe sie sonntags besucht. Ich war vorher zum Bäcker gegangen, habe schon Brötchen gekauft und kam zurück und sagte nach dem Frühstück, es ist toll warm draußen, ich gehe mit den Kindern in den Park. Meine Tochter sagte sofort, ja, nein, aber es ist total kalt. Siehst du, hier auf dem Smartphone ist es kalt und du ziehst den Kindern jetzt einen Anorak und eine Mütze und Handschuhe an. Ich sage, bitte, geh doch mal auf den Balkon, du wirst sehen, dort ist es nicht kalt. Doch, doch, hier steht's, hier ist es kalt. Ja? Und damit war die Diskussion erledigt. Ja. Seit Jahrzehnten sind die Kommentare zur Digitalisierung seitens der Kunst ebenso vielfältig wie die Kunst und die Digitalisierung selbst. In der heute angesagten Euphorie und Verunsicherung im Hinblick auf die nun plötzlich ausgerufene vierte industrielle Revolution, das ist ein Begriff, den Sie hier mit Sicherheit schon gehört haben, hat ganz offensichtlich aber die Kunst einen Teil der notwendigen Reflexion und Vermittlung für ein allgemeines Publikum übernommen, nämlich zu ergründen, in Frage zu stellen und zu erklären, was es denn mit Robotik beispielsweise oder mit künstlicher Intelligenz überhaupt auf sich hat. Das sind ja Begriffe, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden. Es ist aber fast niemand da, außer vielleicht dieses Forum, wo Sie diese Dinge auch erfahren und diskutieren können. Von den unzähligen Ausstellungen auf diesem Gebiet und zu diesem Thema seien hier stellvertretend nur drei Ausstellungen genannt. Erstens die Ars Electronica, in dem Fall von letztem Jahr 2017, unter dem Titel AI, Artificial Intelligence, das andere Ich. Weiter die aktuelle Ausstellung Open Codes, Leben in digitalen Welten, seit einem halben Jahr am ZKM Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und drittens die Ausstellung Global Control and Censorship, die ich selbst 2015 am ZKM initiiert habe und aktuell in 8 osteuropäischen Ländern zeige und demnächst in Tallinn eröffne. Alle diese Ausstellungen sind einerseits geleitet von der Faszination der eingetretenen und zu erwartenden Erweiterungen der Kreativität und Kommunikation. Sie reflektieren kritisch die damit einhergehende Auflösung bisheriger Normen und Verhaltensweisen und sie kritisieren ebenfalls, viele Künstler kritisieren ebenfalls die möglichen totalitären Tendenzen einer neuen digitalen Weltordnung, die nicht von uns als Bürgern bestimmt wird, sondern von der Wirtschaft und den durchsetzungsfähigen großen Konzernen verortet wird. Ich möchte Ihnen jetzt drei Werke zeigen und muss dazu gleich einschränkend sagen, ich kann das nur ganz kurz zeigen, denn unsere Zeit schreitet rasch voran. Drei Werke, die eigentlich nur antippen sollen, wie sich Künstler, Künstlerinnen mit der Digitalisierung auseinandersetzen. Das erste Werk heißt Manifest. Ich glaube, wir sind hier schon eins weitergesprungen, was ich ja eigentlich gar nicht wollte. Da sind wir nämlich. In voller Reflexion der grundlegenden Unstimmigkeit im Hinblick auf diesen Begriff künstliche Intelligenz
zeigt beispielsweise das Karlsruher Künstlerobjektkollektiv Robot Lab in der oben erwähnten Ausstellung am ZKM Open Codes ihre seit 2008 weiterentwickelte Installation Manifest, in der ein Industrieroboter in einem autonomen Prozess Manifeste für eine utopische Mensch-Maschine-Gesellschaft verfasst. Dafür greift das Programm der Installation auf einen in einer Datenbank hinterlegten Fundus von Begriffen aus Ethik, Recht, Technik und Gesellschaft zurück und kombiniert und rekombiniert diese Begriffe immer wieder nach den Regeln der deutschen Grammatik. Vordergründig betrachtet könnte man davon ausgehen, dass der in dieser Installation wirkende Algorithmus ein hochentwickeltes Sprachverständnis und folglich auch eine hochentwickelte Intelligenz hat. Denn jedes der seit Monaten, Tag und Nacht, ohne Unterlass geschriebenen und verteilten Manifeste ist ein nummeriertes Unikat mit einer eigenen, mehr oder weniger sinnstiftenden Botschaft. So lautet beispielsweise ein Satz des am 21. Januar 2018 um 17.35 Uhr verfassten Manifestes: Der Apparat und das Wesen sind gleichgestellt. Da kann man lange drüber nachdenken, oder? Sie sehen hier diesen Roboter, einen Industrieroboter. Und Sie, oh pardon, das wollte ich wiederum nicht, ich wollte einfach nur eins weiter. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich glaube, da hätte ich drücken sollen. Nein, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sie sehen hier den Schreibkopf und Sie sehen als nächstes, ich hoffe, jetzt mache ich es wenigstens richtig, ja, das Schreibpult, auf dem dann jetzt hier von der Rolle das Papier hochgewickelt wird. Es wird beschrieben, wenn es voll beschrieben ist, mit einem Manifest, das dauert ungefähr 20 Minuten etwa, dreht sich der Roboterkopf um, schiebt das Papier ein Stück hoch, greift sich ein Messer und schneidet es ab und wirft es zum Publikum. Und die Leute warten schon, dass sie das ganz schnell bekommen können. Weil es bei den Experimenten von Robot Lab um gängige Industrieroboter handelt, scheint eine eindeutige Unterscheidung von Interaktion durch den Menschen noch jederzeit möglich. Ich möchte Ihnen jetzt ein anderes Beispiel zeigen, wo diese Möglichkeit versucht wird auszuschließen. Wie verhält es sich denn mit dem auf der Ars Electronica in Linz vorgestellten sogenannten humanoiden System des Elektronikingenieurs und Künstlers Sergi Santos, der in seinem Samantha-Projekt, Programmierer der weltweiten Open Source Community einlädt, der von ihm vielleicht nach dem Beispiel der Olympia aus Hoffmanns Erzählungen von 1816 geschaffenen Puppe Samantha ein eigenes Gehirn zu geben. Ich zitiere Santos, ihre humanoiden Fähigkeiten weiterzuentwickeln und sie mit dem Internet of Things und künstlicher Intelligenz zu verknüpfen. Die lebensechte Automate kann bereits heute in 8 verschiedene Stimmungen und Verhaltensmodi versetzt werden. Sie reagiert auf zärtliche und heftige Berührungen mit entsprechenden präzisen mimischen und stimmlichen Äußerungen. Gegen Aufpreis kann sie selbstverständlich mit individueller Ausstattung und Aussehen geliefert werden. Künftige Nutzer oder Nutzerinnen dieser Maschine, es ist ja eine Maschine, können sich aber ihrer samtweichen Haut und natürlichen Bewegungen erfreuen und dabei vielleicht vergessen, dass es sich um eine leblose Maschine aus Kunststoff und Metall und Software handelt.
werden künftige Liebhaber die bedingungslose Unterwerfung der Maschine den komplizierteren Verhandlungen mit einer Menschenfrau vorziehen? Ihr Schöpfer, Sergi Santos jedenfalls, würde, und ich zitiere ihn hier persönlich, würde das bereits von ihm geschaffene Gehirn mit einem Genom ausstatten. Das ist ein bisschen unpräzise. Aber so, dass sie Moral, Schönheit, Gerechtigkeit und menschliche Werte haben könnte. Und er gibt sich überzeugt, dass Samantha in wenigen Jahren ein unschätzbar wertvolles Mitglied der menschlichen Gesellschaft sein wird. Wir wissen allerdings auch, dass Nathanael, der Liebhaber Olympias in Hoffmanns Erzählungen, im Irrenhaus geendet ist. Trotzdem, im Rahmen von Saudi-Arabiens Zukunftsgipfel Future Investment Initiative in 2017 ist erstmals einem humanoiden weiblichen Roboter namens Sophia offiziell die saudi-arabische Staatsbürgerschaft verliehen worden. Und es wäre in Anbetracht der aktuell laufenden Entwicklungen in der Digitalisierung, in der Kunst und in der Technologie keineswegs angebracht, solchen Fragen wegen ihrer grundsätzlichen Peinlichkeit auszuweichen. Die Kunst jedenfalls stellt sie und die Kunst muss diese Fragen stellen. Ich komme jetzt zum allerletzten Beispiel, es geht jetzt ganz schnell. Ich zeige das Beispiel aus einer Installation unter dem Titel Lee von Mark Lee, einem Schweizer Künstler, der mittlerweile international hochgeschätzt ist, als jemand, der sich mit den Bedingungen der Medien und digitalen Kunst auseinandersetzt. Mark Lee wird nachher selbst vortragen und was ich hier zeige, ist nur ein ganz kurzes Bild, um meine Argumentation weiterzuführen. In der Installation Me sind wir online mit der Social Media Plattform Instagram verknüpft, auf der aktuell etwa 500 Millionen Menschen, vorwiegend junge Menschen, ihre Bilder, ihre Selfies und ihre Videos und so weiter anderen zur Verfügung stellen. Mark Lee verknüpft die von Instagram festgehaltenen geografischen Daten der Fotoaufnahme mit der Software von Google Earth und zeigt uns insofern, wo exakt die Personen, die Instagram bedienen, zum Moment der Aufnahme gestanden haben. Und Sie sehen es an diesem Beispiel, ich lasse das gleich durchlaufen, ganz kurz. Dieser Mensch, Said Al-Shehi, hat vor 44 Sekunden dieses Foto vielleicht von sich selbst gepostet. Und wo hat er sich zu diesem Zeitpunkt befunden? Augenblick, das muss jetzt hier funktionieren. Na, es will aber nicht. So. Ja, das habe ich gedacht, wenn man nicht seinen eigenen Rechner bedient. Können Sie mir das gerade schalten? Ja. Ich kann es Ihnen auch erzählen. Ist gar nicht so kompliziert und Mark Lee wird es selber zeigen. Sie sehen diesen Post eines Fotos und Sie fliegen im Bild auf Google Earth sofort an die Stelle, wo diese Person vor 5 Sekunden gestanden hat. Ja? Und die meisten User, die meisten Nutzer sind sich dessen überhaupt nicht bewusst, wie einfach man ihre Position, ihren Standort und so weiter feststellen kann. Ich komme jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schnell zum Schluss. Es dauert noch 2 Minuten. Kunst ist aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Entwicklungen. In den hier exemplarisch genannten 3 Kunstwerken und in den Ausstellungen geht es um die aktuelle Frage, wie sich unsere Gesellschaft in der von der Digitalwirtschaft angestrebten Verschmelzung der Grenzen zwischen der physikalischen, der digitalen und der biologischen Sphäre verändern wird. Das ist ein Stichwort, was immer wieder gegeben wird. Noch unterscheiden wir heute
zwischen Maschinen und Robotern. Noch haben wir das menschliche Genom nicht systematisch seiner Optimierung unterworfen und noch haben wir in unsere Gehirne keine Smart Devices implantiert. Genau für solche Entwicklungen werden aber jährlich Milliarden von Euro investiert und bereitgestellt. Wenn Daten die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts sind, wie immer gesagt wird, so zielen solche Investitionen natürlich auf die schnelle Weiterentwicklung und Automatisierung und künstliche Intelligenz zur Hebung und Verwertung dieses Rohstoffs Daten, den wir als Produzenten und Konsumenten erzeugen und zur Verfügung stellen. In der Kunst, speziell bezüglich der Digitalisierung, gibt es sehr viele Künstlerinnen und Kuratoren, die genau diese Fragestellung erkannt haben und diese Fragestellung behandeln. Deshalb ist es tatsächlich in der digitalen Kunst heute eines der Hauptthemen, wie wir, wie unsere Gesellschaft mit der Digitalisierung umgeht, was zu erwarten ist und wo unter Umständen auch die Risiken liegen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus